Herzlich willkommen, Freunde der gepflegten Unterhaltung, heute zu einem kleinen Dark Souls Koop Video, allerdings nicht live oder so, sondern ich habe mir den Raphael mal dazu geholt, der ziemlich viel Dark Souls gespielt hat in letzter Zeit, und wir werden uns jetzt mal ein bisschen über den Dark Souls Koop unterhalten. Und ja, genau. Zunächst habt ihr jetzt hier gerade gesehen, wie ich ein Zeichen gesetzt habe, denn in Dark Souls funktioniert das nicht so, dass man einfach irgendwie seinen Freund einlädt, sondern man muss ein Rufzeichen setzen. Und dann kann man jemanden in seine Welt rufen. Aber jetzt erklär du uns doch mal, was das Problem dabei ist, Raphael. Das Problem dabei ist halt, dass Dark Souls ein Serversystem hat. Und man weiß nie, man weiß weder, auf welchem Server man ist, noch kann man den in irgendeiner Weise auswählen. Und das heißt, angenommen, ich möchte jetzt mit Psycho zusammenspielen, dann müssen wir so lange rausquitten und wieder in das Spiel reingehen, bis wir halt auf demselben Server sind und uns dann gegenseitig beschwören können durch diese Zeichen, um dann irgendwie in irgendeiner Weise Koop zu spielen, und das kann sehr nervenaufreibend sein. Ja, genau, und jetzt habt ihr gerade noch mal gesehen, wie ich jetzt hier den Raphael rufe und wieder ein bisschen gleich zusammen Koop spielen. Ihr seht jetzt gleich zwei Bossfights. Und ja, das so weit zum Koop. Man tritt dann, wenn man beschworen wird, als Phantom quasi in die Welt des anderen ein. Was ich finde, das ist eigentlich eine ziemlich coole Idee, ne? So, ja, also eigentlich schon. Aber das so an der Ausführung hapert es ein bisschen. Da müsste man sich irgendwas Cooles überlegen, wie man das löst. Irgendwie, dass man, keine Ahnung, die Person dann einlädt auf seinen Server quasi, und dann ist sie wenigstens auf demselben Server und dann... Oder man macht halt einen Serverbrowser, aber auf der Konsole ist das ja tabu anscheinend. Ja, selbst Battlefield 3 hat das geschafft. Also das kann ich ja nicht. Das stimmt. Okay, jetzt seht ihr zunächst den Wolf Sif, oder wie der heißt, den grauen Wolf Sif. Genau. Wie wir den bekämpfen im Koop. Ich bin Phantom und er, also quasi in seiner Welt. Und ja. Genau. Warum hast du denn allgemein so viel Dark Souls gespielt? Was hat dich denn daran so begeistert? Naja, zunächst einmal, natürlich ist Dark Souls dafür ja bekannt, wie krass heftig, brutal schwierig es doch ist. Und wenn man dann halt wieder und wieder stirbt an derselben Stelle und es dann irgendwann schafft, dann ist das ein Gefühl, das hat man in keinem anderen Spiel. Weil man in vielen anderen Spielen halt einfach so durch, ja, man geht das halt so durch. Und dadurch, dass in Dark Souls halt auch noch, dass es da kein Speichersystem im eigentlichen Sinne gibt, sondern dass man halt an diesen Bonfires, also an diesen Leuchtfeuern rastet. Und wenn man stirbt, wird man da wieder belebt an diesem Leuchtfeuer und alle Gegner sind wieder da. Und man kann sich seine Seelen dann erst wieder zurückholen. Und ja, dadurch wird genau halt auch gleich vermieden, dass man sich immer abspeichert und sich dann immer vom Speicherpunkt so langsam vortastet. Und das macht halt auch einen Reiz des Spiels aus, das halt so riskant immer ist. Ich glaube, PC-Spieler haben ein großes Problem mit Dark Souls, weil die machen immer schön Quicksave. Genau. Ja, aber allgemein, Dark Souls, wir haben uns das ja ungefähr gleichzeitig gekauft. Und du hast das ja bisher deutlich mehr gespielt als ich. Ich habe ja jetzt gerade erst wieder angefangen, das ein bisschen zu spielen. Aber mir macht es jetzt auch wieder irgendwie Spaß. Ich habe auch wieder Bock drauf. Und ja, was wir vielleicht noch erwähnen sollten, die Seelen und so sind ja quasi alles in dem Spiel. Also die Seelen, die man vom Gegner erhält. Ne? Von einem random Gegner kriegst du halt weniger Seelen als von einem Boss. Und so mittelschweren Gegnern geben dann noch mehr Seelen als ein normaler Gegner und so weiter und so fort. Ist ja klar irgendwie. Aber die sind halt da, damit du leveln kannst, damit du dir Gegenstände kaufen kannst. Also du brauchst sie quasi für alles, um Waffen zu verbessern und was weiß ich nicht alles. Ja. Das ist so das Ding. Das war übrigens lustig hier gerade im Spiel. Ich wollte mich mit einem Wunder, was ein Zauber ist, heilen. Und das hat nicht funktioniert. Denn wenn man Phantom ist in einer anderen Welt, dann kann man sich nicht mit seinem üblichen Estus Flacons, aka Heiltränken, von dem man auch immer nur 10 hat, wenn man von dem Bonfire wegkommt, oder 5, je nachdem, ob man das Bonfire quasi abgegradet hat, wollte ich mich mit meinem Wunder heilen und es ging nicht. Ich hätte eigentlich erwartet, dass es geht, und ich war fast tot und stehe dann da so rum. Das heißt, nur wenn ich als Phantom in einer Welt von jemand anderem bin, kann ich nur durch den geheilt werden, in dessen Welt ich gerade bin. Das ist auch alles so ist auch krass. Das,
das Risiko ist, wenn man Koop spielen will, dann muss man menschlich sein. Ihr seht ja links oben diese Anzeige, wobei Sidequest wahrscheinlich eine 0 steht oder 01 oder so. Na, 00. Und man kann sich dann quasi an Leuchtfeuern zum Menschen machen, sozusagen. Und erst dann kann man andere Spieler in seine Welt beschwören. Aber, es gibt ja auch PvP in dem Spiel. Und es kann sein, dass einen jetzt irgendein Arschloch, während man da gerade auf dem Weg zum Koop ist, invasiert heißt das. Also die benutzen ein Item in ihrer Welt und invasieren dann halt irgendeine andere random Welt irgendwie. Mhm. Und es kann sein, dass man dann auf dem Weg dahin invasiert und getötet wird. Und dann darf man sich wieder menschlich machen und wieder dahin rennen und wird nochmal vielleicht invasiert. Und das ist alles sehr noch recht nervend aufreibend. Ja, wir wollten ja letztens eigentlich auch mal, das kann man ja mal erzählen, ein Dark Souls Live Koop Video machen. So, wo wir dann ein bestimmtes Areal uns da so ein bisschen durchkämpfen und so. Und wir haben uns so geärgert, weil da so viel auf gut Deutsch Scheiße einfach passiert ist. Zunächst haben wir es dann geschafft, nachdem wir ewig gequittet sind und auf demselben Server waren, habe ich dich, glaube ich, gerufen. Genau. So. Und dann bin ich wieder gestorben, so unnötig, und das war dann schon blöd, und dann mussten wir alles nochmal machen, weil wenn ich jetzt sterbe, wird er wieder zurück in seine Welt geschickt, was ja klar ist. Und auch wenn er stirbt, wird er wieder zurück in seine Welt geschickt. Man spawnt da nicht irgendwie neu oder so, gibt's alles nicht. Das heißt, wir müssten das da alles nochmal neu machen, und dann wurden wir noch invasiert zwischendurch, und es kam einfach alles zusammen, und das war sehr, sehr ärgerlich. Ach genau, das wollte ich jetzt nochmal kurz erwähnen, so zum Gameplay. Jetzt beginnt nämlich der Fight gegen den Klaffdrachen. Bei dem Punkt kann man ja mal anmerken, dass ich finde, dass Dark Souls eines der besten Gegnerdesigns hat, einfach insgesamt. Ich meine, wenn du denn das erste Mal diesen riesigen Drachen da siehst, der einfach aus einem riesigen Maul besteht, dann ist man schon irgendwie beeindruckt. Ja, und auch in der Cutscene, wo man am Anfang nur den ganz kleinen Kopf sieht, wo man sich denkt, ach, das ist ja nur ein kleines Krokodil, ne? Cool. Oder irgendwie sowas. Und im Nachhinein stellt sich dann heraus, das ist eines der einfachsten Bosse, aber darum geht's ja nicht. So einfach fand ich den jetzt, also, ne? Ja, das ist Dark Souls, das ist nichts wirklich einfach, aber es ist im Vergleich einer der einfacheren. Ja. I know what you mean. Ja. Genau. Und ja, man muss halt immer herausfinden, was die Schwächen sind und so, und sich dann da mehrere Male dran probieren. Es ist im seltensten Falle so, dass man einen Boss oder einen schwierigen Gegner, der gerade neu kommt, direkt beim ersten Mal besiegt. Was halt eine sehr anerkannte Strategie sozusagen ist, das könnt ihr auch mal probieren, wenn ihr das spielt. Wenn ihr irgendeinen Boss habt, den ihr noch nie gesehen habt, dann schlagt ihr erstmal 10 Minuten gar nicht zu, sondern guckt nur, was hat er für verschiedene Angriffe. Kann man den ausweichen, kann man die blocken, was kann man da sonst machen? Und dann erst versuchen abzuschätzen, wann man draufschlagen kann. Weil in Dark Souls sollte man nicht einfach nur den Attack-Button spammen, wie in vielen anderen Rollenspielen, sondern man muss immer genau seine Angriffe timen. Sonst ist es ganz schnell vorbei. Mal eine andere Frage, die mir gerade so spontan einfällt. Bist du sonst so Fan von japanischen Rollenspielen? Ich nehme mich eigentlich nicht. Also so. Ich auch überhaupt nicht, weil ich diesen Anime-Style zum Kotzen finde. Also ich kann das überhaupt nicht ab, dieses Rumgefiepse da und diesen ganzen Stil allgemein. Aber Dark Souls ist halt ein bisschen düsterer und ein bisschen normaler gehalten, sag ich mal. Und westlicher hat so einen sehr interessanten Stil, finde ich. Ja, würde ich jetzt auch nicht sagen, aber weil es halt auch so eine unkonventionelle Erzählweise hat und so, aber es ist auf keinen Fall irgendwie Anime oder Manga oder was das noch so gibt, und das ist halt sehr angenehm. Was ich aber an Dark Souls sehr bewundere, ist die Spielwelt, die so unglaublich krass connected ist und wo du dann immer wieder irgendwelche coolen Shortcuts findest, wo du dann wieder zu einem Punkt kommst, wo du vor 2 Stunden schon mal warst und dann halt eine super Abkürzung hast und solche Sachen. Das passiert ja die ganze Zeit und denkst dir immer wieder, krass, da haben die sich echt was bei gedacht. Ja,
Es wäre ja auch sonst ein bisschen asozial, wenn man irgendwie 2 Stunden spielt, dann stirbt man und die letzten 2 Stunden sind völlig für die Cuts. Und deshalb gibt es halt diese Shortcuts. Und es gibt auch bestimmte Gegner, die, also normalerweise, wenn man stirbt oder ans Leuchtfeuer geht, respawnen alle Gegner. Aber es gibt halt manche, die nicht respawnen. Und das kann sich dann schon mal lohnen, quasi den Tod hinzunehmen, nur um diesen Gegner zu töten. Genauso wie Bosse natürlich nicht respawnen, das wäre ja auch irgendwie sinnlos. Also allgemein hört man und merkt man, dass Dark Souls ziemlich fresh ist. Wann kam das raus? 2011, ne? Gute Frage, ich meine, 2011. Ich glaube 2011 und dann 2012 kam der DLC dann. Ja, und der DLC trägt auch den schönen Namen, ne, hier, und die Edition, die es dann nochmal extra gab. Prepare to Die, ne, passt sehr gut zu dem Spiel. Und jedem, der Dark Souls spielt, kann ich auch nur mal empfehlen, beim Dark Souls Wiki vorbeizuschauen. Da gibt es einige interessante Infos zum Spiel, was man upgraden sollte, was nicht, was bringt und so weiter und so fort. Sollte man sich, denke ich mal, schon mal einlesen, wenn man das Spiel denn mehr spielen möchte. Genau, noch und zwei. Ja, mach du erstmal. Nee, rede ruhig. Gut. Ich war gerade eh fertig. Zwei Anmerkungen. Wie ich das vorhin schon kurz gesagt habe, gibt es ja noch PvP. Also wenn ihr das Spiel schon 1000 Mal durchgespielt habt, dann kann man sich da mal so langsam ranwagen. Da gibt es auch eine Community. Und das Zweite, das Spiel ist ja ein inoffizieller Nachfolger von Demon's Souls, das allerdings nur für die PlayStation erschienen ist, aus irgendwelchen Gründen, die ich vergessen habe. Aber falls ihr eine PlayStation habt, könnt ihr das natürlich auch spielen. Es ist ja wahrscheinlich war es so, das war ja, glaube ich, mit so eins der ersten wirklich großen Spiele von From Software, von dem Entwickler, und da die PS3 halt mehr so Independent-Japan-Titel aufnimmt. Ich glaube, Demon's Souls hat nicht mal From Software gemacht. Da nagelt mich jetzt nicht drauf fest, aber ich glaube, das kommt von einem anderen Entwickler und es war deshalb nur irgendwie auf der PS3. Das würde auch gar keinen Sinn ergeben. Nee, egal. Nicht. Aber, ja. Kam auf jeden Fall nur auf der PS3 raus und war... Und Dark Souls 2 ist auch schon angekündigt. Ja, da bin ich mal gespannt, weil sie ja natürlich jetzt wieder diesen tollen Satz gesagt haben. Ja, wir wollen das ein wenig einsteigerfreundlicher machen und ich weiß nicht, ob das so zu Dark Souls passt, beziehungsweise was sie unter einsteigerfreundlich Leute schon wieder voll aus. In Dark Souls verstehen, weil, keine Ahnung, vielleicht spammen die sie sich auch einfach nur mit Tutorial zu und dann das verstehen sie unter einsteigerfreundlicher oder das ganze Spiel wird halt einfacher, was blöd wäre, weil dann wäre der Kern von Dark Souls ein bisschen verfehlt. Naja, gut, gleich ist der Klaffdrache auch defeated. So, und ich hoffe doch sehr, dass ihr euch auch für Dark Souls interessiert, denn es ist ein sehr geiles Game, ja, und kostet gar nicht mehr so viel Geld. Ich habe es für einen 30er bekommen, glaube ich. Also mit DLC, also mit die Prepare to Die Edition, die kostet 40 auf der Xbox. Ja, genau, gibt's auch für alle Systeme inzwischen, auch für PC. Und lohnt sich. Eins der besseren Spiele der letzten Jahre, definitiv. Und das auf jeden Fall. Ja, mal gucken. Ich sitze gerade noch momentan daran, Dark Souls durchzuspielen. Wenn ich es durch habe, werde ich vielleicht nochmal eine Review oder so dazu machen. Mal gucken. Ich hoffe doch. Das ist keine Review. Nee. Vielleicht mache ich ja an Psychos Meinung zu, aber vielleicht mache ich auch eine richtige Review. Mal schauen. Ich wusste gar nicht, dass du das machst. Na gut. Mann, das habe ich doch schon mal erzählt, dass ich da unterscheide, ja? Okay. Okay, was mich weiterhin interessieren würde, sollen wir, also der Raphael und ich, nochmal ein Dark Souls, ja, irgendwas zu Dark Souls machen, koopmäßig. Haben wahrscheinlich dann live aufgenommen oder so, weil das dann doch irgendwie lustiger und entertainender ist, glaube ich, auf Dauer. Würde mich interessieren. Könnt ihr mal in die Comments klatschen, ne? Wäre ganz cool. Oh, und da ist er tot, der Klaffdrache. Genau, so viel dazu. Hervorragend. Ja, sonst würde ich mal so sagen, ich hoffe, es hat euch gefallen. Dark Souls ist sehr interessant, sehr cool und ja, ich sag schon mal, haut rein, bis zum nächsten Mal. Tschaußen. Tschüss.